bin schon so müde. Immer scheiß mich nicht an. Ihr habt recht, ich sollte mich langsam ins Bett gehen. Ich glaube, ich bin schon etwas müde. Guten Nacht! Was hat er getrieben schon wieder? Wollt ihr es wirklich wissen? Bestimmt nichts Gutes. Wirklich. Seht ihr, genau das ist hier die Immer verabschiede sich ich, ne? Klopft doch mal Holz. Ich bin mal oben im Zimmer. Bis später. Ich glaube, ich liebe mich. Gute Nacht! Gute Nacht! Ich gucke ihm jetzt erstmal nach, ob er in Wahrheit zum Ausgang rausgeht. Nee, nach oben. Okay. Also ja, zum Ausgang. Ich bin ja nicht übel geneigt, jetzt erstmal rauszugehen und mich vor sein Fenster zu stellen. So, falls er da gleich rausklettert. Aber wir haben Wichtigeres zu tun. Wenn du ihm was schenken willst, dann frag Ansween, also den von Wehrheim oder so, und kümmere dich drum. Ja, glaubt ihr denn die Reden? Ja, gut, doch, also, wir gehen jetzt nach Werder, schlagen dein Lager auf, statten den Raben und seinen Besuch ab und dann können wir anfangen zu arbeiten. Wie geht's danach weiter? Das kommt darauf an, was der Raben uns sagt. Wenn der Raben uns sagt, er evakuiert sein Gebiet und lässt seine Kontakte spielen, dann regelt sich relativ viel von selbst. Wenn er sagt, er macht gar nichts und sagt uns, ja, also ich helfe euch, aber nur so, wie ich muss, dann müssen wir eine ganze Menge selber organisieren. Das hängt alles von uns. Also tun wir mal so, als würde er gar nichts machen. Reiterei organisieren, die das Dorf reitet. Gut, ich meine, wir haben ja unsere Herolde organisiert. Die werden wir dann entsprechend instruieren, dass sie den Leuten entlang der Reichsstraße Bescheid sagen soll. Mhm. Vielleicht Händler auf der Straße ansprechen, die gehen eh durch viele Orte. Das macht's einfacher, dass die Leute schon mal informiert sind. Wie wollen wir die Herolde autorisieren, damit sie in unserem Namen sprechen? Wir können ihr nicht unsere Urkunden mitgeben. Wir können ihnen natürlich ein gaugräfliches Schreiben mitgeben. Dazu benötigen wir bestimmte Siegel, nicht wahr? Habt ihr denn kein Siegel? Hast du ein Siegel? Euer Hochwohlgeboren Jamorenes. Hast du ein gaugräfliches Siegel? Ich habe ein Familiensiegel, das wird ja wohl reichen, denn ich bin schließlich Gaugraf. Ja, von? Nimport. Aber es steht auf eurem Familiensiegel nicht Schnattermoor? Genau. Ja. Da steht doch gar kein Name drauf, das ist einfach nur ein Wappen. So. Wir sind Gaugrafen hier fertig aus. Nun gut. Das reicht. Wir sind nicht im Horasreich, wo ihr für jedes Kleinigkeit einen Passierschein A38 braucht. Ja, aber es funktioniert doch. Blenden, bestimmt. Ist ja auch egal. Okay, sagen wir mal, wir besorgen uns hier Reiterei in Wehrheim, die dann losreitet und die Leute evakuiert. Ich meine, wir können nicht in jedes Dorf selber rennen, sonst sind wir noch nächstes Jahrhundert hier. Evakuieren Berla zuerst, dann nach Talf. Danach erstmal Avesheim, Ergau, zwei Mühlen. Danach Talf. Ja, wir müssen uns die ordentlichen Adligen suchen, sonst gehen wir hier ein in Dapazien. Wer herrscht denn über Talf und Avesheim und Drobenfurt? Das muss doch irgendwer drüber herrschen. Talf wird einen Baron haben, nehme ich an. Avesheim sollte einen Junker haben. Zwei Mühlen ist, Grafenbesitz, glaube ich. Mhm. Antwin, kommt doch immer hinzu. Verzeiht, ich war bis eben im Gespräch etwas abgedenkt. Wie kann ich euch helfen? Wir benötigen Informationen über die Baronin Berlia. Was liegt östlich von Berlia? Talf. Talf? Ist es? Nee, zwei Mühlen heißt diese Baronin, nicht wahr? Im Baronin. Süden davon. Berlia ist ein Dorf mit 650 Einwohnern etwa und. Ja, sie haben einen Fex-Tempel, sie erheben Zölle, sind großartig mit Landwirtschaft, wie fast jede Grafschaft oder jede Baronie hier in Dapazien haben sie sich hier dann eben damit so. Ja. Dort so auf der Sitz des örtlichen Barons? Von Berda? Genau dieser. Der Herrscher müsste wohl einer der Rabenmund sein. Ob er selbst dort ansässig ist oder dann etwas weiter im Norden weilt, ich vermute, er wird in seiner kleinen Burg sitzen. Es gibt ganz leicht nördlich von Berda eine Straße nach Rabenmund und dort gibt es eben auch eine kleine Burg. Da wird dann er wohl sitzen. Ich glaube, Ludian von Rabenmund? Mhm. Ich hole mal Schreibzeug raus aus meinem Rucksack und schreib mal schön mit die Namen. Gehen wir mal weiter die Reichsstraße lang. Wer ist denn der Vogt in zwei Mühlen?
Der Vogt, das ist eine Grafenstadt. Nehmen wir mal an, dass ihre Hochwohlgeborene nicht selbst anwesend sein wird. Der Graf? Warum nicht? Nun, ich vermute, sie wird den Zwerg behalten. Natürlich nur eine ungestützte Vermutung. Mit welcher also meinen Informationen zufolge ist sie tatsächlich in zwei Mühlen selbst. Also Grafen sitzt von zwei Mühlen, Zwerg ist zwei Mühlen, nicht Zwerg. Verzeiht. Warum sollte sie in zwei Mühlen sitzen? Ja, das ist die Hauptstadt. Das ist der Grafensitz. Verzeiht, warum sollte sie nicht in zwei Mühlen sitzen? Warum sollte sie in Zwerg sitzen? Ja. Hier unterlag der Annahme, dass Zwerg die Hauptstadt der Grafschaft sei. Verzeiht. Ist etwas abgelegen, dann ja, bei Erlgau könntet ihr dann wohl über die Straße am einfachsten nach zwei Mühlen gelangen. Ansonsten über Havestreu ist der Weg nur sehr ja, unzureichend. Okay, wir gehen danach zu der Herrscherfamilie in zwei Mühlen, geben denen die gleiche Rede wie den Rabenmunds, dass sie evakuieren sollen und ihre Leute anweisen sollen. Je nachdem, wie gut das klappt, machen wir es halt entweder selber oder die machen das. Und die nächste Provinz ist dann Gallis. Gallis. Wer herrscht denn Gallis? Das sagt nicht schon wieder irgendein Rabenmund. Nicht soweit ich weiß. Ihr müsst mir schon helfen, ich habe keine Ahnung, wer hier herrscht. Warte gerade drauf, ob Hans ihm was sagt. ja, verzeiht, ich war immer noch abgelenkt mit den... ich sollte damit lassen, er legt seine Hände oben auf die Tischplatte, da wohl gerade eben so ein bisschen, buxiert mit seinen Händen. Vielleicht wird euch nachträglich klar, dass es da ein Attack war. Hat sich da wohl weiter noch ein bisschen unterhalten. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Gallis, korrekt? Gallis, genau, wer herrscht da? Ja. 1200 Einwohner, 4 Ruhen, Rondertempel, Travia-Schrein und 2 Gasthäuser, 3 Schenken. Das müsste der Baron Raoul von Bärenfang sein. Verzeiht, jetzt bin ich wieder komplett bei euch. Und der sitzt in Gallis oder wo sitzt der? Genau, der sitzt in Gallis. Das ist ein großer Tafelberg, wenn man so mag, umgeben mit einer großen Stadtmauer, ungefähr 6 Schritt hoch, auf dem Artema-Berg. Und dort sitzt dann selbstverständlich auch der Baron. Okay, dann gleiches Prozedere wie zuvor. Wir rennen zum Baron, sagen, der soll seine Provinz evakuieren. Je nachdem, wie gut er das umsetzt, machen wir es entweder selber oder er macht's, würde ich sagen, oder nicht. Dann haben wir danach nur noch... Soll ich jetzt auch noch Informationen über Gräflich Zippelding oder Baroni Ramholz, Baroni Exmos, Vogtei Wolkenried, was wollt ihr von mir wissen? Also ist das jetzt... wollen wir uns nicht erstmal von einem zum anderen hangeln? Friedwang Baronie, Obstein, Misselhausen, ich kann euch alles nennen. Also Baronie Devensberg, Aschenfeld. Es geht darum, erstmal einen groben Plan zu machen, wen wir überhaupt besuchen. Und bis Wiener an die Trollmauer evakuieren wir überhaupt? Bis dank der Baronia, wenn es sein muss. Ich glaube nicht, dass sich die Bohrengeweihten aus der Burg herausbewegen werden, aber wenn irgendjemand eine Chance gegen Untotes gezücht hat, dann wohl die Geweihten auf Santa Baronia. Dort liegt immerhin die heilige Hand von Nethelia. Wenn der Schwarze Drache seinen Ausfall startet, wird man das dort auch zuerst wissen. Aber sollten wir das Artefakt dann nicht vorher evakuieren, sonst verfällt es doch direkt wieder in feindliche Hände. Das ist eine Aufgabe für die Boronkirche. Auch wieder richtig. Unsere Aufgabe ist ja die Evakuierung der Zivilbevölkerung. Gut, dann steht unser Reiseplan also fest. Hoffen wir mal, dass wir in spätestens 2 bis 3 Wochen in Sankt der Baronia eintreffen können. Also die zentralen Baronien, die es betrifft, sind ja Königsweber, Zweimühlen, Gallis, Bohlenburg und Pulverberg. Durch die führt ja die Reichsstraße hindurch. Und außerdem, glaube ich, hatten wir auch noch abgemacht, dass Teile der Baronien Bröckling, Ramholz, Wolkenried und Devensberg auch noch evakuiert werden müssen. Ja, wie gesagt, die Liste ist lang und ich kann euch zu jeder der Baronien teilweise Informationen geben. Manchmal sind sie vielleicht gar nicht so sehr wichtig, aber wenn wir die Zeit haben...
Ich hoffe ja, dass die örtlichen Adligen ihre Kontakte benutzen, wenn wir sie davon überzeugen können, dass wir einer edlen Sache dienen. Unser erstes Ziel wird also Berla sein. Das steht fest. Wir brechen morgen dorthin auf und von dort aus zu den Rabenmunds. Gut. Also gut, dann werde ich mich auch noch einmal nach oben zu Freund Ömer bequemen. Er hat ja hat sich ja auch schon früh zu Bett gelegt. Macht euch nicht so nass. Bevor ihr geht, wisst ihr vielleicht, was mit diesem, wie heißt nochmal der Herrscher von der Rabenmundburg? Answin. Was man dem schenken könnte, damit der ein bisschen fröhlicher gesinnt ist, dass man kommt. Den damit der irgendwas. Den habe ich gerade nicht. Irgendwas, was vielleicht realistischer ist. Ein Herr? Habe ich auch nicht zu verschenken. Irgendwas, was man besorgen kann. Zumindest hätten wir welche im Schlepptau. Ja, ich glaube nicht, dass er 300 Schläger braucht. Answin ist ein herausragender Diplomat, wenn ich das so sagen darf. Er wird sich über alles freuen, was sie ihm mitbringt. Wunderbar, Rafim, ihr habt doch zwei Pollen Schnaps, der ist gut, ja? Ja. Ich meine, angemessen gut für einen Gaugrafen. Ja, wenn man erstmal die zweite Pulle getrunken hat, dann schmeckt er eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Wir besorgen wohl eine lokale Spezialität. Das klingt auch gut. Ein Fass. Rafim. Keine Pulle. Ein großes Fass? Ja, natürlich. Wir sind schließlich bei Rabenmunds zu Besuch, nicht bei Hintertupfing. So regelt ihr das mit Bier und Schnaps? Na, gerade hat er noch gesagt, er freut sich über alles. Tut mir leid, das hat nicht jeder ein Ballett-Aufführungsdings da in der Hinterhand. Ich dachte mir an, politische Ermunterung, Versprechen. Wollt ihr ihm denn versprechen? Den Kaisertitel? Ein Heer vielleicht? Ich habe gehört, das gefällt ihm. Ein gutes Wort in Emas Ohr? Haben wir denn Emas Ohr? Seid ihr denn geneigt, ein gutes Wort für einen Rabenmund in Emas Ohr einzulegen? Seid ihr gewillt, ihm dies zu versprechen, bevor er auch nur einen Finger gekrümmt hat? Und es hinterher auch noch zu halten, denn das ist wichtig, aber ihr seid jetzt adelig, ihr müsst das lernen. Versprechen hält man. Nun ja, man muss sowas richtig formulieren. Oh nein, ihr müsst euch an die mittelreichischen Gepflogenheiten jetzt anpassen. Wenn ihr sagt, ihr legt ein gutes Wort für ihn ein, könnt ihr ihm hinterher nicht sagen, ja, aber ich habe doch nur gesagt, ein gutes Wort. Und ihr könnt ja nicht so immer hingehen und gut sagen und hoffen, dass es mit dieser Spitzfindigkeit schon geklärt ist. Also, bin jetzt sehr müde. Ich würde mich ganz gerne nach oben zurückziehen. Ich bin mir sicher, dass, so müde ich auch bin, ich glaube, ich werde mich noch ein bisschen mit Ömer unterhalten, und zwar oben, wo man unter sich ist. Bin ich müde. Gute Nacht. Gute Nacht. Güte, warum gehen die Mittelreicher nicht einfach? Wir müssen uns darüber unterhalten, dass Answin hier noch irgendwelche Spielchen treibt. Answin verdreht die Augen und geht nach oben. Ja, wir sind dumme Söldner, wir verstehen das nicht. Du, ja. Gut, dann besorge ich ihm. Wie spät ist es? Oh, verdammt, es ist schon dunkel. Nee, heute schafft es nicht mehr. Soll ich das Fass kaufen oder beschlagnahmen? Kaufen, Rafim. Kaufen. Aber jetzt haben wir... okay. Ich wollte es nur mal ausprobieren, okay? Mit diesen gaugräflichen Dinger da. Die Macht, die wir haben, ist ein feines Instrument, das ihr nicht wie einen Hammer applizieren könnt. Würde Abel mir jetzt sagen. Zudem wir dieses Amt abgeben müssen und wir sollten uns nicht mehr Feinde machen als nötig. Naja, ich meine... Ein Rabenmund als Feind ist jetzt egal. Ich wollte ja nicht vom Rabenmund das Fass nehmen, sondern von irgendwem, der am besten kein Adliger ist. Aber gut, ich kaufe es. Ist ja gut. Wie gesagt, ein Versprechen, ein gutes Wort einzulegen, ist ja nun ein Versprechen. Solange er uns unterstützt, könnte man dieses Versprechen noch einlösen. Also... Am besten ist auch, dass ihr das versprecht, weil Ömer eh nicht gut auf euch zu sprechen ist, deswegen ist euer Wort eh nichts wert und wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Ömer, an deiner Tür klopft es. Ja. Ömer, an der Tür. Wer ist da? Answin hier. Und dann macht Ömer die Tür auf. Ja, also natürlich auch die Stimme erkennt.
Ihr habt die Unterhaltung also mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dass eure Kameraden vielleicht noch etwas Nachhilfe brauchen. Sie haben mehrere Winks von mir eindeutig nicht verstanden. Verschließt die Tür. Ich bin mal zurück die Schultern. Ich dachte eigentlich, Abel ist wenigstens derjenige, der etwas versteht, aber na gut. Ich hab sie in Empfang genommen. Ich hatte eigentlich auch Fräulein von Spogelsen so eingeschätzt, dass sie durch die Blumen denken kann. Wie dem auch sei. Gut, ich bin zumindest ganz froh, dass Greifenmund den Wink nicht verstanden hat, denn das, was wir hier, oder ihr habt es doch, oder? Ja, natürlich, und wenn die Bandstrahler suchen, sollten wir es auf jeden Fall vor Greifenmund geheim halten. Genau das denke ich auch. Das, was ihr in den Händen haltet, ist die Plagenknolle. Etwas aus dem Allerheiligsten der Koschbasaltkammer. Das ist etwas, was nur Angenbruch vermag und ganz sicher nicht Palligan. Angenbruch ist immerhin ein Schüler von Dexter Nemrod, aber der wäre wahrscheinlich, wenn er hier wäre, noch auf die Idee gekommen, dass er dann einen Bandstrahler dafür anwirbt. Jetzt, wo er nicht hier ist, müssen wir dann auf Angenbruch zurückgreifen. Er wird jetzt selbst gesucht werden. Schauen wir mal, ob er es schafft, aber auch er wurde, wie gesagt, ausgebildet von Nemrod. Die Plagenknolle. Eine etwa Kürbis... Ihr habt das Tuch hier. Kürbisfarben. Wir müssen aus dieser Knolle den Namen rezitieren, wenn es denn soweit ist. Ein Artefakt, was wir zukünftig brauchen werden. Ihr wisst ja vom schwarzen Auge. Ihr habt das gesehen, korrekt? Der schwarze Auge, was in Gareth lag? Ja, es lag darum. Mit dieser Knolle können wir versuchen, einen wahren Namen zu rekonstruieren, den wir brauchen werden. Beziehungsweise Rakala wird ihn brauchen. Okay, ich verstehe. Also okay, der Nutzen davon ist, damit kann man wahren Namen in Erfahrung bringen. Korrekt. Wenn es soweit sein wird, gebt diese Knolle Rakala von Horsen-Rabenmund. Sie kann damit diesen wahren Namen entschlüsseln und ihn benutzen, um den Dämon zu exorzieren. Und dies wurde rechtzeitig gemacht, damit wir uns später, wenn wir diese Zeit nicht mehr haben, den Weg nach Aurelit sparen können. Vor allem, wer vermag es schon, in eine Koschbasaltkammer der Bandstrahler einzubrechen. Vor allem, wenn die Agenten auch noch von einem Bandstrahler begleitet werden, der dies zu unterbinden weiß. Gut. Können wir das mal kurz langsam durchgehen? Die Anwendung ist, ich übergebe das an Rakala, aber da muss ja noch vorher was passieren. Die Anwendung ist das ja nicht. Das ist ja die Übergabe dann am Ende, wenn alles gut gelaufen ist. Ne? Ihr müsst es einfach nur aufbewahren. Angenbruch wird jetzt, wie gesagt, gesucht werden und die Knolle muss hier sein, wenn es soweit ist. Nicht in Gareth. So, hier im Sinne von bei der Mithraelsschlacht, wenn es dazu kommt, wenn Werheim sich wieder auf diesem Mithraelsfeld verteidigt. Genau. Okay, ja. Also mir wurde das damals gesagt, dass das Mithraelsfeld hier schon für viele Schlachten benutzt wurde und das heißt, da muss ich dann auch anwesend sein mit der Knolle. Das wäre zumindest sehr, sehr wichtig. Am besten bei der Mithraelsschlacht, am besten so knapp wie möglich Rakala das Ding übergeben mit den Worten. Hier steckt der Name von, was weiß ich, wem drin. Sie wird dann schon wissen, was sie damit zu tun hat mit dem Ding? Ich denke, ihr werdet wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, aber ja. Wie gesagt, alles weiß ich nicht. Der Blick in die Zukunft mag schwierig sein und wenn ich euch zu viel verrate, dann könntet ihr die Zukunft verändern. Okay. Ich schleppe das Ding jetzt einfach die ganze Zeit in meinem Rucksack mit mir rum. Das ist schon dann die Prophezeiung, die ich erfülle. Das sehe ich jetzt richtig. Dann muss ich nichts noch weitermachen. Das Ding nicht immer in der entsprechenden richtigen Moment rausholen und gegen irgendwen deuten, berühren. Korrekt. Weil das ist das, was ich dann tun werde. Korrekt. Gut. Ihr haltet ihn einfach im Rucksack, verwahrt ihn als Gaugraf, wird euch niemand aufhalten oder uns niemand aufhalten. Und wenn es soweit ist, zaubert ihr die Plagenknolle aus dem Rucksack. Lass nur tunlichst das Tuch darum gewickelt. Alles weitere wird die Zukunft zeigen. Gut, dann das werde ich tun. Wenn das mein Spiel der Götter ist, dann werde ich das erfüllen. Gut. Dann verwahrt es sicher. Ich werde mich jetzt ebenso zurückziehen und dann sehen wir uns morgen. Ja. Gute Nacht.
Gute Nacht.